herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Meine drei Lieblingsquarkspeisen vorstellen. Die könnt ihr schnell und einfach zubereiten. Vorher sage ich euch noch kurz, was wir brauchen. Ich habe jetzt hier 750 Gramm Magerquark, weil wir das in drei Schüsseln aufteilen dann. Dann habe ich 20 Gramm Nüsse, die habe ich vorher in der Pfanne etwas angerüstet und gesalzen. Salz und süß passt immer schön zusammen, salzig und süß. Hier haben wir etwas Kakaonips, dunkle Schokolade, einen halben Apfel, etwas geschnittene Erdbeeren, ganze Erdbeeren, Heidelbeeren. Hier haben wir Mandelmus, aber ihr müsst wirklich Mandelmus nehmen, keine Mandelcreme, weil da ist zu viel Zucker drin. Und Erdnusscreme, also Erdnussbutter am besten. Ich teile das Ganze jetzt erstmal auf die drei Schüsseln auf. Ich habe den Magerquark jetzt vorbereitet, habe das Ganze mit Eiweißpulver gesüßt. Ihr könnt natürlich auch was anderes nehmen, wie Flavorpulver, Flavor Drops, etwas Honig. Ich verwende halt immer gerne das Eiweißpulver und es macht das Ganze noch hochwertiger. Magerquark ein langverdauliches Eiweiß ist und das Whey ein schnellverdauliches Eiweiß hat, um das Ganze etwas aufzuwerten, die biologische Wertigkeit noch mal mehr zu erhöhen. Bei der ersten Variante geben wir Heidelbeeren drauf, ein paar Schokonips. Und zum Schluss noch etwas von der Mandelmus. Bei der zweiten Variante habe ich jetzt den halben Apfel dazu gegeben, die Nüsse, die ich vorher in der Pfanne etwas angeröstet habe, mit ein bisschen Salz. Jetzt geben wir noch 30 Gramm Erdnussbutter oben drauf. Zum Schluss noch etwas dunkle Schokolade. Und fertig. Die Erdnussbutter erhitze ich meistens immer für 10 Sekunden in der Mikrowelle, dann wird sie immer schön flüssig. Für die letzte Variante habe ich noch ein bisschen Schokoladen-Erdbeersoße gemacht. Das Ganze habe ich auch einfach in die Mikrowelle reingegeben, für circa eine Minute. Die Erdbeeren hatte ich vorher mit dem Mixstab etwas püriert und einfach drunter gegeben. Die gesalzenen Nüsse noch dazu. Und dann könnt ihr es genießen. Ich habe jetzt 85%ig Schokolade genommen. Keine Angst, durch die Süße mit dem Magerquark hebt sich das Ganze wieder auf. Und das schmeckt richtig schön schokoladig. Probiert es einfach aus. Würde mich über eures Feedback freuen. Lasst gerne ein Abo da, einen Daumen und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.